Ja, lassen Sie mich selber darum Sorgen machen. Sehr gerne, Effendi. Passen Sie vor allem auf Johannes B. Kerner auf. Er und sein Team sind in der Wüste. Sie haben eine kleine Entdeckung von mir in eine riesige Ausgrabung umgewandelt. Sie scheinen einen Außenposten des verlorenen Königreichs gefunden zu haben. Und sie stehlen meine Schätze. Was haben sie dort getan? Die Ausgrabungsstätte ist nicht genug um... Ach Gott, sie wollen mehr. Jetzt, dass sie mein Leben gerettet haben, hier ist eine Karte und ein Kamel, um ihre Reise etwas zu beschleunigen. In der Zwischenzeit werden Paul und ich die Autoritäten alarmieren. Warten Sie! Welche Karte? Welches Kamel? Ja, offensichtlich, dass sie auf dem... Ernsthaft? Ernsthaft? Keine Ös, keine Äs, keine Üs. Nirgendwo. Aber er heißt Hörst. Er heißt Hörst. Schauen wir Hörst an. Ist nichts da. Reden wir mit Hörst. Er ist bewusstlos. Gut für uns. Okay, wir wissen natürlich, was wir machen müssen. Wir nehmen wieder die Statue mit. Ob sie uns diesmal was bringt, weiß ich nicht. Ich benutze Bambus mit dem Dings hier und sehe, dass es eine Karte ist. Und, ach, einen Moment, ich speichere nochmal. So, und dann benutze ich mal das Kamel. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt an der gleichen Stelle ist wie vorhin oder an einer anderen, aber ich gehe mal an die gleiche Stelle. Muss aber aufpassen, diesmal jagen uns nämlich die Nazis. Hallo? Oh mein Gott. Beziehungsweise vielleicht schaue ich doch mal hier nach, da ich jetzt schon dieses Nomadencamp hier schon sehe. Ich kann das auch gleich machen. Ist ja kein Umweg. Was machen Sie aus dieser Karte? Ein Papierflieger. Das X ist sehr weit im Süden. Und ein bisschen im Westen. Okay, also es ist okay. Das klingt nach einem sehr anderen Ort als beim letzten Mal. Ja, nein. Ihr Visa ist nicht gültig für die Reise außerhalb der Stadt. Ich muss sie zurücknehmen. Zeigen Sie mir den Weg. Folgen Sie mir. Gut, okay, jetzt bin ich ja immerhin nur am... Ich meine, immer wieder in der Stadt und ich meine, ich muss sowieso nach Westen. Insofern könnte es schlimmer sein. Oh mein Gott. Kommen Sie zurück! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nomadencamp. Warum sind da so viele von denen? Oh mein Gott. Oh. Endlich ein freundliches Gesicht. Was machen Sie aus dieser Karte? Einen Kranich. Ich bin nämlich, oh Gott, wie heißt das? Nicht Makramee. Doch, nee. Das ist im Süden und, im Osten. Danke für die Info. Wie heißt das Ding nochmal, wenn man Sachen faltet, so kunstvoll? Yay! Nein, 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 nein! Oh, so knapp.
hätte ein schnelleres Kamel suchen sollen. Gehen wir, Sir. So ein Kack. Vielleicht hätte ich doch kämpfen sollen, aber ich bin echt schlecht im Kämpfen. Aber ein bisschen Angst, dass der hier ein bisschen stärker als Hurst ist. Und das wäre blöd. Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Oh, ich will ihn da nicht hin. Nein, 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 nein. Meine Güte. So. Und jetzt ab hier zum Nomadencamp. Ich glaube, das hier müsste der richtige Bildschirm sogar schon sein. Ah. Ich wissen, wie das heißt, wenn man so Sachen so toll faltet. Und mal während die reden, kann ich das doch kurz googeln. Origami. Ist mir in den Kopf gekommen wieder. Origami war's. Sie sind sehr nah an dieser, an diesem Ort. Das ist schon mal gut. Das X ist ein bisschen im Norden. Und ein bisschen im Westen. Danke für die Info. So. Natürlich hier. Ist das blöd. Nein, 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 nein. Sag mal, ich kann ihn hier irgendwie einmal drumherum lenken und dann so einmal hier so. Da, 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 da. Ha! Ich bin ein Meister des Kamelreitens. Wundervoll. Ah, scheint, als hätte ich diese Typen abgehängt. So. Aber ich glaube, wir werden hier gleich sogar nochmal kämpfen müssen. Ich glaube, diesmal... Schau an, was ich gefunden habe. Eine verlassene Ausgrabungsstätte. Ich glaube, dieses Mal ist sie nicht so verlassen wie beim letzten Mal. Ich öffne jetzt wieder die Tür. Sehe... Ah, diesmal... keinen Brief. Es fehlt ein... eine Zündkerze. Und ein Ding wurde raus... Ich weiß nicht, wie das Ding heißt auf Deutsch. Irgendwas wurde rausgerissen und das Ding wird... Der Motor wird nie wieder laufen werden. Also mit dem Ding kommen wir jetzt nicht mehr hier fort. Wir schauen uns die Zelte an. Die Zelte sind leer. Und der ganze Ort. Aber was ich gerade sehe, ist schon... Hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter, die hier hochgeht. Erstmal möchte ich hier reinschauen. Hier ist diesmal... Nein, nicht rausgehen. Puh, das war knapp. Oh mein Gott. Irgendjemand da oben mag mich nicht. Ja, ich hab das irgendwie nicht ganz so. Ich wollte nämlich eigentlich schauen, wo die Schiffsrippe ist. Und der Schlauch fehlt dieses Mal. Wir nehmen wieder die Amphore mit. Und... können die Wand berühren. Fühlt sich wie eine Wand an. Aber dafür ist... dieses
Dings. Das hier ist dafür anfassbar. Es ist ein Holzstück. Was ich übrigens eine sehr nette Sache finde, ist, ich weiß nicht, also ich habe mir das... Ah, hier klappt ja auch sofort. Da muss man nicht erst Sachen zusammensuchen. Da merkt man, das eine ist eher rätselorientiert, das andere ist sehr viel weniger rätselorientiert und dafür, eben mehr, ja, kampforientiert und andere Sachen orientiert. Was ich noch sagen wollte, was ich hübsch fand, das ist mir aufgefallen, also mir ist vor allen Dingen aufgefallen beim Anschauen von dem alten Video, wo ich hier schon letztes Mal war, dass man wirklich zu Beginn kaum was gesehen hat, aber es war so etwas, was mir so vorkam, aber ich dachte, ich würde es mir nur einbilden, aber es ist tatsächlich so, nämlich je länger man hier, während es komplett dunkel ist, je länger man in diesem Raum bleibt, desto heller wird es, weil sich die Augen daran gewöhnen allmählich. So, und die haben hier wieder diesen Dings, diesen Ball, den ich pushe. Und drin ist dafür diesmal tatsächlich gleich eine Stone Disc. Und keine Statue. Das ist das Sonnenstein. Sonnenstein kennen wir ja. Das hier können wir mal auf ausdrücken. Denn ich möchte das... diese Zündkerze mitnehmen, weil ich, möglicherweise brauchen wir die doch für irgendwas. Dann wäre es blöd, wenn diesmal kommt, nein, auch nicht raus. Ist aber echt die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Besser, wenn ich das Licht anlasse. Mein Weibel glaubt zwar eigentlich nicht, aber... Ne, bang, bang, bang. Aber ich werde hier jetzt doch nicht irgendwie für immer da bleiben. Irgendwie gefangen sein. Das kann ja nicht sein. Ach so, manchmal. Vielleicht bringt das hier mehr. Ah ja, hier ist es nämlich jetzt... Ah, dieses Dings irgendwie... Es ist eine Karte von Kreta mit einem Loch in der Mitte. Habe ich davon nicht in dem verlorenen Dialog gelesen? Ja, hier ist es nämlich dieses Bild hat. Ich habe mich noch gefragt, was war der Sinn von dem Bild in dem anderen, in der anderen Story-Dings. Da hat es gar keinen Nutzen. Hier hat es einen Nutzen. Und zwar. Oh, das klappt nicht. Ah, ich kann das hier rein tun. Dann öffnet sich diese Tür. Also nach der Platzierung von dem Stein an dieser Wand sollte ich nach Kreta gehen. Ach so, und beim letzten Mal war es Monte Carlo und Dings, was der Hinweis war. Jetzt hingegen ist es nicht so. Puh. Tough. Kletteraktion. Wissen Sie überhaupt, was Sie getan haben? Sie haben ein unautorisiertes Loch gegraben. Wer ich? Ich konnte nicht anders. Das Dach ist einfach eingestürzt. Komm hier, Freundchen, und ich zeig dir meine Autorisierung. Ich habe nur die Befehle von Kerner befolgt. Moment mal. So, ich möchte nämlich, weiß nämlich nicht, ob es da eine richtige oder eine schlechte Antwort gibt. Und er hat ein Maschinengewehr. Ich habe nur Kerners Befehlen gefolgt.
Ach, das ist ja gut zu wissen, denn Colonel Kerner wird bald zurück sein. Und normalerweise erschießt er Leute, die hier herum graben. Stopp oder ich schieße. Während wir hier stehen, so könnte ich Ihnen einen magischen Trick zeigen, den ich gelernt habe. Bam! Piu. Es wird Ihnen noch leid tun, dass Sie es getan haben, Amerikaner. Ich bin schön, dass der Amerikaner mit Enden gesagt hat. Oh, der war einfach. Zu schade, er hat nichts, was es wert wäre, mitzunehmen. Die Waffe! Mir fällt aber gerade noch ein, als erstens, wir können ja gleich hoch, aber die Zündkerze möchte ich jetzt doch noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich brauche. Oder ob das nur eine Sache ist, die man wirklich nur in dem anderen... Also eigentlich ist es in diesen LucasArts Spielen nie so, dass man irgendwie richtig hängen bleiben kann, dass man wirklich einen älteren Spielstand laden muss. Das hat Spaß gemacht. Also zumindest meiner Erfahrung nach. Insofern, wenn ich ohne diese Dings, ohne die Zündkerze von hier wegkomme, dann brauche ich sie auch nirgendwo mehr. Kann sein, dass wirklich so ein Item ist, das man eben dann nur hat für eben, falls man eben nicht durch den Kampfweg, sondern durch den Rätselweg das. Aber, ich kann es mitnehmen, ich werde es mitnehmen, ich bin ein Messi. Ich kletter hier hoch. Lange. Oh mein Gott. Moment, nein. Was haben wir hier jetzt unser schönes Rumgeschiffe? Wir müssen nach Kreta. Ich weiß jetzt nicht, wo genau Kreta liegt. Kreta, hier komme ich. Okay, also anscheinend liegt hier Kreta. Oh. Die Winde scheinen nicht ganz so vorteilhaft für uns zu sein. So. Und ich könnte wetten, nachdem der westliche Teil beim letzten Mal uns überhaupt nichts gebracht hat, dass er uns in diesem Teil sehr, sehr nützlich sein wird stattdessen. So, deswegen gehe ich da jetzt auch hin. Ich fürchte aber, dass wir wahrscheinlich diesmal Leute sein werden. Ach nee, man mal nicht da oben hin. Also wenn es nicht random ist, ach warte mal, das kann ich erstmal. Wenn es nicht random ist, in welchem Gebäude dieses Wandgemälde drin ist, ich glaube, das Wandgemälde müssen wir nämlich als erstes finden, dann, deswegen gehe ich hier auch rein, dann müsste ich wissen, wo wir hin müssten. Ansonsten probiere ich einfach mal jede Tür durch. Ist ja auch machbar. So, dann wäre nämlich so irgendwie schon, also, dann wäre klar, warum es diesen Ort gibt. Macht auch plötzlich Sinn. Und wir hätten dann bekämen wir nämlich auch unsere Mondscheibe endlich. Und wissen wir es ja endlich. Eigentlich finde ich, ach, hier ist es schon. Wir sind eigentlich ultra schnell vorangekommen.